Wie hört eigentlich Berlin Podcasts? Welche Podcasts werden in Berlin gehört? Was finden die Leute cool an Podcasts und was gefällt ihnen vielleicht nicht so gut? Darum geht's in diesem neuen Format hier auf unserem YouTube-Channel. Wir machen eine kleine Straßenumfrage, also bleibt dran. Hi, mein Name ist Kurt Waschitzki. Ich bin Inhaber der Agentur Kurt Creative aus Berlin. Wir bieten Produktions-, Beratungs- und Serviceleistungen unter anderem im Podcast-Bereich an. Und ich bin heute hier auf der Friedrichstraße unterwegs in der Fußgängerzone und werde mal ein bisschen die Berlinerinnen und Berliner löchern zum Thema Podcasts, mal ein bisschen hören, was für Podcasts sie gerne hören. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein. You are listening to podcasts? I do, yes. Whatever I'm looking for, whatever I'm in the mood, yeah. And what catches your attention most? I guess it's just the categories that I'm interested in. Psychology, philosophy, kind of life things, right? History as well, languages, yeah. So. Very broad. Yeah, right. Ich habe mal so ein Podcast-Format gesehen vom Auswärtigen Amt, war das, glaube ich, was macht ein Diplomat, ja? Das haben die, glaube ich, gemacht, um Nachwuchs zu rekrutieren und das fand ich ganz spannend, ja? Ja, war sehr spannend, sehr natürlich, ne, sehr anschaulich erzählt, plastisch erzählt, kam ganz gut rüber, ja? Ich glaube, vor allen Dingen das Thema, ne? Der war mal Botschafter im Iran und hatte viel zu erzählen da und war schon ganz gut, ne? Was wäre denn so ein Thema, wo man unbedingt mal einen Podcast dazu starten müsste? Irgendein Thema, was Sie ganz besonders interessiert? Ja, wie können wir Berlin besser machen? Wie könnte man so ein Format aufbauen? Ach, da fragen Sie mal viele aus der Stadtverwaltung in Berlin. I'm mostly interested in economics and politics. It's easy to listen to. It's nice to have a background and to get informed about what's going on in the news and everything. My teacher just made a podcast with his friend. And besides that, I also listen to The Economist, for instance, yeah. It's more professional, I would say. You need to pay attention to it. Besides work, do you listen to podcasts like in your free time? Yeah, in my free time I listen to it. On my, like, I'm biking to university, so, because I'm from the Netherlands, so whenever I am biking I can listen to a podcast, or when I'm cooking. And what is a topic where you say there should be a podcast definitely about this? Like, this is my special interest. About politics, what's going on. I mean, news, but not, you know, presented as it is in the radio, for instance. And like a debate, I think debates are really, really cool. And is there anything about podcasts you think it's boring? Like some podcasts? Yeah, I mean, I'm not the biggest fan of, I don't know, just talking between celebrities. I don't know, I think that's a thing, but I'm not the biggest fan of that, yeah. You need information, or? Yeah, if I want to listen to a podcast, I will listen to information. If I won't listen to, but I will just listen to music instead, yeah. Gemischtes Hack zum Beispiel von Felix Lobrecht. Ich finde es sehr unterhaltsam, die beiden, die können eine gute Diskussion starten und es ist auch interessant. Auch wenn es mal so ein bisschen Trash-Talk ist, aber ja. Ist ganz interessant eigentlich. Hörst du da auf dem Weg irgendwie Musik oder? Musik, ja. Ich habe nicht wirklich so eine Musikrichtung, die ich gerne höre. Also ich höre alles. Ich bin so eine richtige Musiknote, könnte man sagen. Und wäre Podcast für dich auch eine Alternative? Wenn ich Podcast höre, dann brauche ich Ruhe, um das so zu verstehen richtig. Was wäre denn so ein Thema, wo du sagen würdest, oh, das finde ich richtig spannend, dazu würde ich super gerne mal einen Podcast haben? Über die Gesellschaft, so über Gesellschaftsstrukturen, Politik, sowas. Das würde ich interessant finden. Wie soll man den am besten aufbauen, dass du den spannend findest? So eine Mischung aus was Witzigem und dann auch wieder was Kritisches. Und also so eine Mischung aus allem so ein bisschen. Und gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist so ein absoluter Abschaltfaktor? Also das findest du irgendwie voll langweilig, wenn du das in Podcasts hörst? Unsinn einfach. Also und so persönliche Sachen. Außer bei Felix Lobrecht. Genau. What kind of podcasts do you like? Like how should they be produced that you like them? I really enjoy a mixture, I guess. Tet Radio Hour is fantastic because it's got one theme, you know, that they kind of delve into, and then they have speakers from Tet Talks that are on the show. It's an interview format, and then they would have short clips of the actual talk as well. So it's kind of like a nice, kind of engaging conversation, but on a very specific topic. And what makes an interview interesting to listen to? You know, maybe that's personal. I think it really depends again on the subject, right? What you're interested in. The topic should be interesting and the people talking about it, they should be also engaged in the topic, right? Yeah. And is there anything where you say, this is very boring, like these kind of podcasts you just turn off after 1 minute? Yeah, I've had that. And I think it's maybe just because the content was slightly, it was just not interesting. It just didn't spark my, you know, interest and. So the first minutes are very important. I would say, yes, the first few minutes. And I think if there's kind of a dialogue between people, that's more interesting than just one person kind of just on their own. Like, it's okay, but it gets a bit like too much. Okay. Yeah. Is there a special topic where you say there should definitely be a podcast produced about?
So many. I feel like there's so many kinds of podcasts already that I would suggest if someone wants to start a podcast to really think about what they want to hear and see if that's out there. And if it's not, then, you know, start that. Yeah, yeah. Hörst du denn eigentlich Podcasts? Nein. Wie kommt's? Ich schaue mal Videos an. Oder wenn ich das anhöre, höre ich Musik. Aber Podcast einfach nicht in meinem Feld. Aber hast du schon mal von Podcast-Formaten gehört irgendwie, wo du gedacht hast, klingt interessant? Ich krieg ständig was empfohlen, aber ich habe selten reingehört. Ja, woran liegt's? Also ich glaube, zum einen habe ich gerne was Visuelles. Und das andere ist, glaube ich, habe nie die Ruhe und Geduld, wirklich zu sagen, ich höre jetzt irgendwas für einen längeren Zeitraum zu. Wie vertreibst du dir die Zeit auf dem Weg zur Arbeit? Musik. Ich glaube, ich habe nicht die Ruhe morgens, um wirklich die Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten. Das ist eher irgendwas, was ein bisschen berieselt, was Musik ist, was eher entspannt, anstatt was stimuliert. Es gibt so viele Informationen die ganze Zeit. Ich will da nicht auch noch Podcasts hören. Wie müsste ein Podcast produziert sein, dass du sagen würdest, yo, hätte ich Bock, mir den anzuhören? Halte den kurz. Also oft sehe ich, das ist eine Stunde, 90 Minuten, 45. Selten plane ich wirklich so viel Zeit ein, um mich gezielt hinzusetzen und Dinge anzuhören. Freunde tun es, für mich persönlich nicht. Maximal eine halbe Stunde. Schnell auf den Punkt kommen. Und vielleicht auch lustig und spannend erzählen irgendwie, oder? Ist gut, ja. Lustig ist immer ein Punkt, ja. Was für Formate hörst du denn so gerne? Also eigentlich habe ich angefangen so mit True Crime. Mordlust habe ich richtig gerne am Anfang gehört. Und jetzt hören meine beste Freundin und ich immer noch Baywatch Berlin. Also einfach nur so ein bisschen Laber-Podcast so für nebenbei. Und was für Situationen hörst du gerne Podcasts? Boah, eigentlich überall beim Autofahren. Wir haben beim ja, total gerne. Baywatch Berlin, finde ich, ist so immer, was man schön nebenbei, sag ich mal, hören kann. Ich muss auch sagen, es ist so der einzige Podcast, wo ich auch wirklich mitlachen muss. Und hast du schon mal irgendwelche Podcasts gehört, wo du gesagt hast, boah, das war so ein absoluter Abschaltfaktor, hab ich in einer Minute wieder ausgeschaltet? Nee, ich glaube, das sind auch die einzigen beiden, die ich so angefangen habe, weil ich habe jetzt noch so viele Folgen da zum Aufholen, deswegen bin ich noch gar nicht dazu gekommen, noch mir irgendeinen zweiten oder dritten anzuhören. Brauchst schon Zeit zum Podcast ja, hören, auf jeden Fall. Ja. Wie schaut's bei dir aus? Aber zum Beispiel auf Autofahrten finde ich Podcasts immer ganz gut, weil ich nicht so 5 Stunden lang Musik hören kann oder sonst irgendwas, weil mich das dann irgendwann einfach müde macht. Und was wäre denn so ein Thema, wo ihr sagen würdet, dazu sollte es unbedingt mal einen Podcast geben. Also das wäre super spannend, das ist vielleicht so ein Nerd-Interesse von euch oder so. Ich fände zum Thema Architektur ganz cool, weil ich Architektur studieren möchte und ich habe das Gefühl, davon gibt es immer sehr wenig. Also ich fände zum Thema True Crime, also wenn es da, also ich habe, natürlich gibt es noch ein paar andere, aber die haben mich jetzt alle irgendwie noch nicht ganz so überzeugt. Also bisher ist Mordlust der einzige, den ich richtig gerne höre und sonst finde ich das Thema eigentlich echt immer ganz spannend so. Okay. So I'm from Russian, I'm listening to a podcast about Russian politics. Or another podcast I'm listening to about the history of food. Might be a controversial topic, the politics, isn't it? History of food is controversial as well. Like, for example, there was a story about hummus, and then they covered like that many that in the Middle East, like people are fighting for who invented hummus. And the same story goes with croissant, whether it was invented by French or by Swiss. And the same story is French fries, which are actually Belgian fries. So history of food is no less controversial than politics. It's just very unusual facts about the things I know. So they talk about very basic stuff and telling you facts. And are there any podcast formats where you say, nah, they're not well produced, you don't like to listen to these? Actually, everything else apart from these two. So usually we'd rather just 3 or 4 people speaking and then usually become boring and if they are not prepared. If there are just 3 guys talking with each other, then I can talk to my friends, and discuss politics on that level. And the same with politics. If people are just blah, blah, blah about politics without really any preparation, it's super boring. Almost any topic is super interesting, but the problem is, I'm not sure about English language podcasts, but on German language, but in Russian language, that many people think that if they would just talk, then this would be interesting. And it's not like this. Celebrities or some journalists, they said, okay, I don't need to prepare. I just talk and then it's super boring. Any topic is interesting if a person is prepared. Du hast gerade schon gesagt, du hörst ab und zu gerne Podcasts. In was für Situationen denn so? Wenn ich gerade in der Bahn sitze und nach Hause will oder von der Uni halt. Ich bin gerade auf dem Weg zur Uni, halt wieder zurück. Oder halt einfach mal so, wenn man nichts zu tun hat. Tatsächlich so Geschichtspodcasts, genau. Also mein Hauptfach ist Geschichte. Ja, oder halt Erziehungswissenschaften. Oder halt, wenn meine Freunde natürlich irgendwas hochstellen, dann höre ich mir das an. Ach, du hast Freunde, die Podcaster sind? Ja. Und was gefällt dir denn bei Podcasts ganz besonders? Also wann findest du Podcasts cool gemacht? Wenn sie halt ansprechend sind. Also wenn jetzt nicht wirklich die ganze Zeit nur stupide alles runtergeredet wird, sondern wenn halt auch mal ein Lacher mit reinkommt oder irgendwas Ungeplantes dabei ist. Genau. Was für dich so ein Nervfaktor, wo du sagst, okay, die schaltest du nach einer Minute wieder aus? Wenn die Stimme schon gar nicht passt. Also es darf jetzt keine quiekige Stimme sein. Was wäre denn so ein Thema, wo du sagst, boah, das ist so ein richtiges Nerd-Thema von dir, da sollte es unbedingt mal einen Podcast geben? Ja, Französische Revolution wäre echt cool. Ja. Also du bist schon so auf dem Trip, so Informationspodcasts auf jeden Fall. How many hours do you spend every week listening? If you're driving, I'm definitely listening to a good few hours. So I like Off Menu. It's with James Acaster. It's like a comedy show, but they get like celebrities in and kind of ask them
It's just very British comedy, very British humor. What kind of podcast would you recommend in terms of English podcasts to our German listeners? Definitely Off Menu. I mean, I quite like Joe Rogan as well, but obviously that's American. They're about the two that I've mainly listened to be honest. So, das war's auch schon mit unserer kleinen Straßenumfrage. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Also, was wir so rausgehört haben, war auf jeden Fall, die Leute mögen es, wenn es eine gewisse Struktur gibt im Podcast, wenn also nicht einfach drauf losgelabert wird. Aber trotzdem sollte natürlich so ein bisschen Spontanität, ein bisschen Witz und Humor auch noch mit drin sein. Das kommt immer gut an. Das Thema ist extrem wichtig für die meisten Leute. Dafür muss es nicht unbedingt eine Celebrity sein oder irgendjemand Berühmtes, sondern es kann halt auch einfach jemand sein, der zum Thema besonders viel zu sagen hat. Und was mich natürlich besonders gefreut hat, die Stimme. Die ist ganz vielen wichtig. Der Podcast soll also angenehm zu hören sein, soll gut klingen und anscheinend auch wirklich ein rundes Gesamtpaket ergeben, was man ganz angenehm auch nebenbei konsumieren kann. Das war's also mit unserer kleinen Umfrage. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr Unterstützung möchtet bei der Produktion eures Podcasts, zum Beispiel für euer Unternehmen oder eure Organisation, dann schaut gerne mal auf unsere Webseite www.kurtcreative.de. Den Link blende ich hier unten nochmal ein. Oder klickt auf den Link unten in der Infobox. Dort kommt ihr auf unsere Webseite und findet nochmal alle Infos dazu, wie wir euch am besten unterstützen können. Und natürlich, wenn ihr kein weiteres Video von uns verpassen wollt, dann abonniert gerne den Kanal, lasst uns einen Daumen hoch da und schreibt auch gerne mal unten in die Kommentare rein, was euch bei Podcasts eigentlich gefällt und was so ein Podcast-Format wäre, was euch richtig gefallen würde, was auf jeden Fall noch fehlt. Ansonsten wünsche ich natürlich viel Spaß beim Podcasten und sage bis zum nächsten Video.